Boris Johnson und seine neue Juni-Deadline. Darüber rede ich in diesem Video. Ich bin Marc, Gruß aus Münster, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Brexit-Video. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und vergiss auch nicht, die kleine Glocke und die Benachrichtigung zu drücken, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Aus heiterem Himmel hat Boris Johnson, oder besser gesagt seine Regierung diese Woche, eine Verlautbarung gemacht, dass sie eine ganz neue Deadline für die Verhandlungen mit der EU setzen. Die Regierung hat gesagt, dass wenn bis Juni nicht schon ein Abkommen in Art von CETA, also des Freihandelsabkommens mit Kanada, in Griffweite ist, werden sie die Verhandlungen abbrechen und sich auf einen harten Brexit vorbereiten. Das macht jetzt aus den knappen 7 Monaten zum Verhandeln gerade mal noch 4. Deswegen ist auch direkt nach der Verlautbarung das Pfund erstmal abgestürzt und die Wirtschaft war ganz schön in Sorge. Und damit meine ich die britische Wirtschaft, nicht die in der EU. Und jedes Mal, wenn die Regierung so einen Stunt macht, fällt das Pfund übrigens gleich wieder so, wie es genau jetzt wieder passiert ist. Aber was steckt denn dahinter, dass die jetzt wieder sowas gemacht haben? Denn, dass man ein Abkommen mit Kanada in 4 Monaten verhandeln kann, ist völlig unmöglich und das weiß auch jeder. Und die EU hat auch schon immer klar gemacht, ein Abkommen wie Kanada, also genau das Gleiche, wird es für das Vereinigte Königreich nicht geben, weil es nämlich einen riesen Unterschied gibt. Kanada hat keine physische Grenze gemeinsam mit der EU, das Vereinigte Königreich aber schon. Und der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, hat auch schon mehrmals klar gemacht, was die Ziele der EU sind, was die Verhandlungsgrundlagen der EU sind. Ich werde sie nicht mehr alle aufzählen, das habe ich in früheren Videos schon mal gemacht, aber Level Playing Field heißt das so schon auf Englisch, also Verhandlungen auf Augenhöhe, nah an den Standards und je mehr man wirtschaftliche Verbindungen haben will, desto näher müssen die Standards zusammen sein. Und eben auch die Geschichte, dass es eine Geschichte wie Kanada nicht geben kann, in 1:1 Übersetzung. Und der nächste witzige Punkt ist, nächste Woche sollen die Verhandlungen ja eigentlich beginnen, aber die Briten haben noch überhaupt keinen Vorschlag. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie keinen auf den Tisch gelegt haben. Die haben noch gar keinen vorbereitet. Also was soll das Ganze jetzt? Will Boris Johnson, was ihm ja auch seine Anhänger unterstellen, jetzt einfach sicherstellen, dass er wirklich seinen harten Brexit bekommt auf Basis der Regeln der Welthandelsorganisation? Oder braucht er diese Geschichte jetzt, um seinen harten Brexit zu kriegen und dann der EU die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn es dann doch böse wird für die britische Wirtschaft, was übrigens zu erwarten ist in so einem Fall? Oder hat er gemerkt, dass er sein großspuriges Wort zurücknehmen muss, dass es keine Verlängerung gibt, also der Übergangszeit? Er hat es ja sogar in Gesetz schreiben lassen, was er mit seiner Mehrheit übrigens jederzeit wieder einkassieren kann. Deswegen war das mehr Symbolpolitik, um seine starken Worte da für seine Leute nochmal zu unterstreichen. Aber hat er gemerkt, dass das gar nicht geht? Auch nicht mit seinen 7 Monaten und mit seinen 4 schon gar nicht. Und will jetzt aber der EU dann die Schuld in die Schuhe schieben, dass er gezwungen wird von der EU zu dieser Verlängerung und das irgendwie verkaufen muss? Oder versucht er tatsächlich jetzt nochmal, was er ja letztes Jahr versucht hat bei der Verhandlung dieses Übergangsabkommens? Er hat ja am Ende was anderes bekommen als Theresa May, weil er so einen starken Mann gespielt hat. Naja, die EU hatte irgendwann die Nase voll und wollte das Ding nur noch vom Tisch haben. Aber zu Hause kam er als starker Mann rüber, weil er hat Änderungen bekommen, obwohl die EU immer gesagt hat, Änderungen machen wir nicht. Die sind so marginal, dass es keine Rolle spielt im Vergleich zu dem Abkommen, das Theresa May ausgehandelt hat. Aber er stand zu Hause gut da. Versucht er also jetzt wieder den starken Mann zu markieren bei der EU? Wenn das der Fall ist, wird er aber kräftig auf die Nase fallen. Denn das letzte Mal hat er das gemacht als EU-Mitglied. Jetzt macht er das als Drittstaat. Und die EU hat nichts zu verschenken und er hat viel mehr zu verlieren als die EU. Also wenn er das versucht, wird er scheitern. Und dann wird die Position von Großbritannien noch schwächer sein, als sie es heute schon ist. In weiteren Verhandlungen mit der EU. Ganz zu schweigen davon, dass er einen Haufen andere Verträge, die er haben wollte, jetzt nicht kriegt. Weil selbst die Amerikaner, wo Trump so großartig immer gesagt hat, er bekommt ja seinen Free Trade Deal mit den USA und Großbritannien, sobald er aus der EU raus ist, die sagen jetzt, wie ich schon mal angekündigt habe, nee, erst mach mal deinen Deal mit der EU und dann reden wir.
Aber wie gesagt, diese drei Optionen sind die einzigen, die mir einfallen, warum man so einen Stunt jetzt abziehen könnte. Und ich würde von dir gerne hören, welche dieser Optionen hältst du am wahrscheinlichsten? Oder hast du noch eine vierte Option? Also mir ist da nichts mehr eingefallen. Bitte lass die Option weg. Johnson nur durchgeknallt und weiß gar nicht, was er tut. Okay, das ist. Aber wir nehmen erstmal die, wo noch ein Hintergedanke da ist. Schreib's bitte in die Kommentare. Dann schaue ich mir das gerne mal an, was du darüber denkst. Ich weiß da jetzt erstmal nicht weiter. Wenn du aber noch mehr Brexit-Videos sehen willst, habe ich das nächste gleich in den Endscreen gepackt. Ich hoffe, ich sehe dich gleich da. Viel Spaß.